Human! Denn ich will ein Held sein. Held sein. Halt dich an mir fest. Halt mich ganz fest. Denn ich will ein Held sein. Held sein. Der Mut sie verlässt. Und am Ende wird man sehen, ob wir gemeinsam diesen Test bestehen. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Crystal Plus 100%. Ich muss mal kurz gucken. Und zwar nach meinem verkackten schlauen Zettel, den ich hier irgendwo hingelegt hatte. Ich muss nämlich für diesen Part auch wieder was aufschreiben, denke ich. Vielleicht auch nicht, vielleicht ja doch. Und ja, ihr seid jetzt live dabei, wie ich meinen Zettel suche. Nein, Zettel habe ich. Ja, tut mir leid, Leute, schlechte Vorbereitung. Soll nicht wieder vorkommen. Oh mein Gott, was ist das? Hä? Der war hier doch vorhin noch. Ich bin noch nicht blöd. Oh nein, meine Schokolade ist auf den Boden gefallen. Fuck. Nein. Hallo? Hallo, entschuldigen Sie. Ah, da, oder? Ist der das? Ja. Oh mein Gott, was sucht der da hinten? So. Okay, wir sind bei Part 32, soweit ich mich erinnere. Wir haben die Pac-Man-Liga geschafft. Ich muss das ja nochmal nachkommentieren. War eigentlich überflüssig. Aus dem einfachen Grund, ich hatte nicht, also ich hatte vergessen abzuspeichern nach dem Part. Und dadurch ist alles verloren gegangen. Der ganze Fight, und ich habe wirklich ein paar Anläufe gebraucht, um Siegfried down zu kriegen. Weil, so, weil der blöde Sporken mich die ganze Zeit fertig gemacht hat. Und ja, was wollen wir in diesem Part schaffen und machen? Au! Ah, oh mein Gott! Jetzt finde ich keinen Stift. Was ist hier los? Ja. Ach da, da mein Stift. Okay. Okay, jetzt habe ich alles. So, tut mir leid, Leute. Das war nicht beabsichtigt und ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Und sag mal, wir spielen jetzt schon eine Minute. Dann machen wir jetzt nochmal. Ja, okay. Und dann sind wir bei sagenumwoben. Ah, was mache ich da? So. Ding, ding, ding. Okay, ich weiß, wie lange ich noch mache. Wir kriegen jetzt erstmal einen Anruf von dem Professor Allen, den kleinen Spacken. Blablabla. Nicht relevant für uns. Irgendwie sieht die Grafik nicht mehr so schön aus, ne? Hallo, Professor Allen. Wir wollen... Ja, because of you. Verpiss dich. So, wir wollen weitermachen. Nächste Region wartet auf uns. Crowbutton setzt mal im Fly ein. I gotta fly. Fly high. Du, 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 du. So, Kanto. Wir machen uns auf den Weg nach Kanto. Ja, ja, komm, lade mich nicht, ich lass mich rauf. So, fertig. Und tschüss, Mann. Ja, ja, deine Enkelin, wir werden sie suchen. Bei nächster Gelegenheit, aber erstmal wollen wir hier ein bisschen das Schiff erkunden. Ja. Los geht's, ein paar Trainer besiegen. Oh oh. Fuck! Ja, genau, tusch mich gleich 10 Mal am besten. Gott, wie stark die alle sind. Bam! 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 Tot! Golem, kein Problem. Rollout! Scheiße, hat nicht gereicht. Nein! Okay. Hätte ja klappen können. Ja, die Level unterscheiden sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen von denen, die ihr gesehen habt vorher. Das sieht einfach daran, wie gesagt, ich musste nochmal die Pokémon-Liga neu machen. Bin da anders rangegangen und Siegfried hat mich insgesamt 10 Anläufe gekostet. Aber ich habe vor Siegfried ein Save State gemacht, weil ich mir gedacht habe, dass der ziemlich heftig werden wird. 3008. Krass! Und wir haben keinen Revive mehr, ne? Nein. Oh mein Gott, was für eine Verschwendung. Heia, lass mich... Oh nein, ich kann nicht schlafen. Aber hier war da irgendwo mein Zimmer, oder nicht? Hier. Hier ist meine Kabine. So, ja, komm mal in den Schlaf, Hayabu. So, jetzt wollen wir die nächsten Räume eben erkunden, aber erstmal wollen wir unsere Pac-Man ändern. 53, 55, boah, Alter. Ja, wir werden hier in Kanto auf jeden Fall ein neues Team zusammenstellen, zumindest am Anfang oder für den Kampf gegen Red. Ich bin da noch nicht ganz schlüssig, wann ich das machen werde. Es wird auf jeden Fall passieren, dass das Team verändert wird. Warum? Weil ich es kann. Ganz einfach. Ja. Und heute ist mal wieder so ein Tag, da wird ein Aufnahmemarathon gemacht. Ich habe morgen Geburtstag, am 20. Januar. Das wir, ihr seht diesen Part erst eine Woche später, soweit, wenn meine Rechnungen stimmen.
Oh, fuck. Ja, komm hier. Oh, Botuge, ich kenne da einen Abonnenten, der ist ein totaler Fan von... Fan von Botuge. What the fuck? Das hat ja... Ah, ich bin so blöd. Ja, du mit deinem Präsent. Macht keinen Schaden. Oh, ist fast down. Oh, danke, du hast mich geheilt. Verpiss dich. Und tschüss. Nächster bitte. Komm. Come on, ihr beiden. So, da haben wir einen Teddy Ursa. Machen wir nochmal Earthquake. Ich hab Durst. Ich hab nichts zu trinken, ihr Verdammt. Ja, meine Vorbereitung ist echt schlecht. Ich bin momentan ein bisschen im Stress. Hausputz und... Oh, Funpi, da bleiben wir natürlich drin. Ja, Hausputz und einkaufen gehen und dies und jenes und welches und dann noch YouTube-Kram unter einer Haube zu bringen, ist schon ganz schön krass, Leute. Aber man muss ja als Mann tun, was man als Mann tun muss. Man muss eine Familie aufrechterhalten, sie unterstützen und eine starke Schulter bieten, um dann vernünftig, seinen Pflichten nachzukommen. Und Dengoku Senpai ist nichts anderes als ein verantwortungsvoller Sozialpädagoge und Familienoberhaupt. So. Genauso wie Son Goku, dass ich ein wenig verantwortungsbewusster bin. Nein, er ist schon sehr verantwortungsbewusst, wenn man zunimmt. Ich meine, ich könnte auch die Welt retten. Das wäre gar kein Problem. Ich mache das sogar gerne. Ach ja, ganz oben stehen und sagen, ich bin der. Na? Ja, oh Gott, ich laber heute auch schon wieder ganz schön Müll. Leute, wenn euch das nervt, was ich immer so laber, schreibt es in die Kommentare oder lasst es einfach bleiben. Ihr müsst es euch ja nicht antun. So. Auf jeden Fall werden die Starter von mir ausgetauscht. Sprich, Visaflor, Turtok und Glurak. Diese drei werden definitiv das Team verlassen. Für den Kampf gegen Red, weil er nutzt auch die Kanto-Starter. Flareon, Flamara. Sehr cool. Oh, wie süß. Der Macher dieses Hex. Ich habe das, glaube ich, schon im Hex, vor allem Hack der Modifikation. Shin, ich habe das schon im letzten Part gesagt, hat sich ja andere Pokémon gewünscht. Also, das in dem Mal zeigen wir, dass die zweite Gen ist. Johto-Starter gegen Kanto-Starter. Könnte sehr interessant werden. Ich bin gespannt drauf. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Level von dem Herrn Red. Können wir da überhaupt bestehen? Wird er uns schlagen? Ach komm, lad mich nicht voll. Ja, ich helfe dir. Nee. Da haben wir ja den ollen Sporten. Ey, yeah, I'm a sail. Ja, klar. Tschüss. Matschop. Earthquake. Bam, in dein Gesicht. Tot. Oh, ich hab keinen Maschok. Kein Problem. Tot. Earthquake. Zidak. Wir bleiben drin. Anton. Earthquake. Bam. Tot. Boah. Was war das denn gerade? Der Sound klang gerade ganz schön komisch irgendwie. So. Hallo, was geht ab? Uff, I'm Seeking. Seeking. Seal. Irgendwie so. Mr. Mime! Hier, da ist Ash Ketchums Vater. Oh mein Gott, Defense. Oh. Strength. Bam, tot. So schnell. Oh, Maschok. Strength. Oh, das hat nicht viel gemacht. Wieso machst du das nochmal? Das wollte ich gar nicht, du Spacken. Magma, Earthquake. Bam, in dein Gesicht tot. Ja, und ich speede schon wieder viel zu viel. Das ist einfach wie eine Sucht. Das habe ich ja schon mal gesagt. Es ist schwierig, in diesem Projekt nicht zu speeden. Wenn man halt so eine schöne Geschwindigkeit erreichen kann. Ich versuche ja immer nicht zu speeden oder wenigstens eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, indem ich ein bisschen vom Knopf runtergehe. Ja. Ah ja, Leute, übrigens, wenn wir in Johto sind, mache ich das wie in meiner Kristallnaslog. Wir werden keinen Arenaleiter am Anfang machen. Wir werden uns erstmal so vorarbeiten, dass wir nach Alabastia kommen. In die Stadt des ewigen Anfangs. What the fuck, verpiss dich.
Radikal. Hier, dir gebe ich jetzt einen Earthquake. Bam, tot. Und 55 für Donphan. Sehr schön. Also in diesem Spiel hätte sich auch ein Dratini gelohnt eigentlich, finde ich. Finde ich. Warte mal, ich habe da jetzt was falsch gemacht, ne? Oder? Ja, hier, Donphan muss nochmal geswitcht werden neben einem Eton. Hallo, Süße, was geht ab? Alles, nein. What? Ja. Wir werden uns in Alabaster durcharbeiten, ich wollte gerade sagen. Und dann von da aus die Straße des ewigen Anfangs und so. Oh mein Gott. Oh, ich habe auch Müll, ohne Scheiß. Ab und zu denke ich mir. Was machst du da? Ja, du Fugi-Attack. Kannst du mich mal Arsch lecken hier? Wing Attack in dein Gesicht. Oh. So. Ich wollte gerade hier. Nein! Nimm das Handy aus der Hand. Dengoku, was soll das? Hör auf! Konzentriere dich auf das, was du tust! Was du zu tun hast! Und zwar dieses kleine Mädchen abzuholen. Ding dong. Oh, hier, Metall, Stahlattacken werden besser. Ist das die Waschmaschine? Moment. Ja, die Waschmaschine ist am Schleudern! Sehr schön. Hui, wir haben es geschafft. Wir sind in. Moment. Jetzt sind wir in Orania City. Ich bin gespannt, was hier für Pac-Man auf uns warten. Und das Erste, was wir natürlich machen werden, ist dann nach Alabaster laufen. Habe ich auch schon gesagt, ein paar Mal. Wo habe ich das Radiomodul überhaupt? Wenn nicht, dann bin ich richtig in den Arsch gekniffen. Nein, ich habe vergessen, das zu holen. Are you fucking serious? Nein, verdammt. Na, okay, das werde ich dann offscreen holen. Pac-Man. Magnetino, tschüss. Magnetino, tschüss. Snubbull, kennt man schon. Was hat er hier Besonderes reingebaut? Ich will sehen. Hallo, was kommt hier? Oh, ich bin ja schon auf Route 1 gespannt. Das habe ich im letzten Part ja schon gesagt. Oh, wir haben jetzt gerade 60 FPS. Krass. Hallo. Irgendwas Neues muss doch hier kommen, oder? Ich meine, wir sind in Kanto. Warum kommen da... Ratikarte. Soll Snubbull das besondere Pac-Man hier sein? Pummeluff. Kennt man schon? Nein. Hallo, wo sind die Pac-Man? Wo sind die Pac-Man? Pac-Man. Nix. Also bis jetzt sieht das aus, als ob hier nichts Besonderes wäre. Hallo? Hallo, Captain Tino. Jigglypuff. Und Snubbull. Snubbull. Kale, Ratikate. A la carte. Ratikate. Okay, ich glaube... Scheiße, wir können es nicht schwächen. Nein. Wir können aber einen Mean-Look machen, vorsichtshalber, bevor das hier wegrennt. Back! Great Ball, los! Ultra Ball, los! Warum bleibt er nicht drin? Ich meine, der hat vorher schon dreimal gewackelt und... Das war ein schlechterer Ball. Geht doch! Yay! Grand Bull. So haben wir wenigstens in diesem Part noch ein Pac-Man gefangen. Blablabla. Sehr schön. Das wird das Besondere sein hier auf der Route, denke ich mir. Wir können mal in einer Minute hier gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Aber ich kann ja schon mal die Absage machen für heute. Also Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet natürlich wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pac-Man Crystal Plus 100%. Auf dem Weg durch Kanto. Haust rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Euer Dengoku. Tschüss.